Ich stehe hier am roten Teppich vor dem Berlinale-Palast. In weniger als einer Stunde werden hier die Stars aus dem Film Todos os Mortos erwartet. Der brasilianische Film feiert heute auf der Berlinale Weltpremiere. Als einer der erfolgsversprechendsten Filme ist er ein heißer Kandidat im Rennen um den Goldenen Bären. Wir von den Netzreportern freuen uns auf den Film und schauen ihn uns jetzt gleich an. Danach werden wir im Filmgespräch klären, ob er unserer Meinung nach eine Chance auf den Goldenen Bären hat. Wir kommen jetzt gerade aus der Aufführung von Todos os Mortos. All die Toten. All die Toten. Der brasilianische Beitrag zum Wettbewerb der Berlinale 2020. Es ist ein bisschen spät in der Nacht, deswegen seht uns nach, wenn das Gespräch heute ein bisschen holprig wird. Aber trotzdem wollen wir kurz über den Film reden und unsere kleine Einschätzung dargeben. Kurz zum Inhalt. Also es ist Brasilien. 1899 bis 1900, es gibt ein paar Zeitsprünge in dem Film. Die Sklaverei ist abgeschafft worden und Brasilien befindet sich in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs. Es werden dabei dann das Schicksal zweier Familien beleuchtet, die sich miteinander aber auch verbinden. Das eine sind die Soares, das sind reiche Landbesitzer, denen früher eine große Kaffeeplantage gehört hat und die dementsprechend auch in der Sklavenzeit viele Sklaven hatten. Und die andere Familie ist die Familie der ehemaligen Sklavin Ina, die mit ihrer jetzt nach Sao Paulo kommt, weil die Soares von ihr Hilfe haben wollen, um die kranke Mutter zu heilen. Da verbinden sich dann so ein bisschen die Schicksale und es wird schnell klar, dass dieser gesellschaftliche Umbruch auch in den Figuren im Film eben durchaus zu spüren ist und dass es eine neue Situation ist, mit der nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Figur klarkommt. Genau, erstmal vielleicht, was waren so deine ersten Eindrücke aus dem Film? Meine ersten Eindrücke, ich war ja davor auch noch auf der Pressekonferenz, also ich bin ein bisschen vorbelastet, glaube ich, bei meinen Eindrücken. Es waren auf jeden Fall sehr viele schöne ästhetische Momente dabei, gerade am Anfang, wo der Film sehr viel Wert auf Details, auf kleine Fragmente legt, die sich sehr schön zusammenfügen, auch in der Handlung bis zum Ende. Also das ist mir auf jeden Fall auch gerade eingefallen, dass der Film sehr viele lange Einstellungen hat und sich auch Zeit lässt, um besonders auch die Emotionen der Schauspieler darzustellen und der Figuren darzustellen. Das ist mir auch besonders aufgefallen, gerade die Opening-Scene, wo, also ich weiß jetzt nicht, wie lange es wirklich war, aber so 2-3 Minuten sicherlich, die Großmutter, einer der Hauptfigur Ina, Kaffee malt. Da wird sich sehr viel Zeit für gelassen. Ja, auch wie sie singt, auch wie vorbelastet sie ist und wie emotional sie dabei einfach ist, indem sie dieses Lied singt, was auch einen schönen Handlungsbogen macht, weil ganz am Ende taucht das Lied ja auch wieder auf. Genau, es taucht wieder auf. Generell ist es mich hat der Film besonders irgendwie aufgeweckt, weil man hört natürlich immer viel von afroamerikanischer Geschichte in den USA, da von der Emanzipationsbewegung, der Bürgerrechtsbewegung und Brasilien, was ja ein Riesenland ist auf dieser Welt, da kriegt man habe ich das noch nicht so richtig mitbekommen oder diese Thematik. Und ich finde, dieser Film öffnet einem auf jeden Fall die Augen dafür, dass das eine Gesellschaft ist, die gleichen Probleme hat, wie wir sie vielleicht aus Amerika kennen oder vielleicht auch ganz andere, die man als Europäer gar nicht einfach verstehen kann. Naja gut, man kann sie schon verstehen, man kann sie schon nachvollziehen, aber man ist nicht direkt betroffen von dieser Thematik. Mhm. Zumindest nicht so extrem. Wie jetzt in diesen Gesellschaften, wo man direkt drin aufwächst, wo man groß damit wird und wo man sich erstmal rauskämpfen muss und es gar nicht so einfach ist, da rauszukommen. Was man ja schön an Ina und also an der Beziehung zwischen Ina und Anna auch sieht. Dass sie gar nicht einfach
vielleicht auch reflektieren, was sie da eigentlich machen oder was da passiert. Ina, glaube ich, mehr als Anna. Und wir haben da eben eine Figur, das ist Anna, das ist die Tochter der ehemaligen Gutsbesitzerin, die jetzt eben mit ihrer Familie in Sao Paulo wohnt, die, naja, ich glaube, es ist am Ende doch relativ klar geworden, dass sie eine Art psychische Störung hat, dass sie in irgendeiner Form auf jeden Fall krank ist und die auch so, also besonders, finde ich, symbolisiert so, wie diese Gesellschaft in einen Schock kam, nachdem eben das damalige Kaiserreich Brasilien geendet hat und es auf einmal eine Republik wurde und es gab... Wie schön in der Schule ja auch unterrichtet wird. In der Schule und werden die Kleinen genau. Unterrichtet. In diesem genau, es gibt eine Szene in einer Schule, wo das quasi auch nochmal dem Zuschauer sehr gut klar gemacht wird, dass es hier jetzt wirklich einen Systemwechsel gab, weil eben die Schüler, also die Situation, die man aus der heutigen Perspektive gar nicht kennt, so, wenn dir gesagt wird, ja, vor 10 Jahren war das noch ein Kaiserreich und jetzt auf einmal ist es eine Republik. Also wirklich eine krasse Zeit des Umbruchs, die da in dem Film beleuchtet wird. Ja, auch in den Erziehungsmethoden, das ist ja auch ganz interessant, dass die Nonne angehalten ja wird, die Kinder auch noch zu schlagen und sie es ja aber nicht tut zum Beispiel. Das sind so ganz viele kleine Elemente, wo man sieht, so die Strukturen ändern sich langsam in der Gesellschaft. Ja. Und auch die zwei Schülerinnen, wo das eine Mädchen, wo dann aus dem Libanon reinkommt, genau, wo man sieht, okay, das Land öffnet sich auch anderen. Genau, es wird auch, ist sehr viel strukturelles. Es wird auch einer an einer Stelle, sagt einer der Charaktere, als ich nach Sao Paulo gekommen bin, da war das wie Europa für mich. Und als ich in Europa war, habe ich gedacht, Europa ist wie Sao Paulo. Also man merkt, dass da auch eine Öffnung des Landes eben scheinbar in dieser Zeit stattgefunden hat und eben auch diese ganzen Ideen rüberkommen. Also ein anderer Charakter zum Beispiel liest ein Gedicht vor und sagt auch, das ist für mich der beste brasilianische Dichter, weil er eben die französischen Meister gekannt hat. Also das ist vielleicht auch nochmal, also es gibt irgendwie noch diese Verbindung zu den ehemaligen Kolonialmächten und Europa und aber auch dem ganz eigenen Stolz, weil ja auch in dem Film eben dieser Unabhängigkeitstag zum Beispiel gefallen. Ja, und auch eben die Menschen, die noch festhalten an dieser alten Zeit, wie Anna, ihre Mutter, wo gar nicht bewusst wird eigentlich, wie sie sich verhält den Jungen gegenüber, die ja eigentlich sehr großzügig dann erscheint in dem, was sie tut, aber eigentlich ist es trotzdem das alte Muster, das noch aufkommt. Genau. Und auch Anna, indem sie ihren Verehrer abweist, weil er halt dunkelhäutig ist. Genau. Es wird dann immer wieder Stellen klar, dass die, sag ich mal, weißen Charaktere schon wissen, dass es jetzt eine andere Zeit ist, aber es in ihrem Verhalten einfach noch nicht drin ist. Dass eben sie genauso einfach davon ausgehen, dass ein Hausmädchen dem wird befohlen und das tut es, aber das Hausmädchen sagt, nee, dafür werde ich nicht bezahlt, das ist nicht mehr in meiner Uhr, ich muss jetzt woanders putzen gehen. Und was dann auch nur schwer akzeptiert wird. Genau, was auch nur schwer akzeptiert wird. Also, um vielleicht zu einem kleinen abschließenden Fazit zu kommen. Also, ich finde, es ist ein Film, der große Umbrüche zeigt, der gerade mir eine ganz neue Perspektive so geöffnet hat auf Brasilien, die ich vielleicht auch gar nicht so im Kopf hatte. Der ja durchaus Relevanz hat, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich glaube, deswegen läuft er auch bei der Berlinale Competition, also im Wettbewerb. Genau, deswegen wurde er ausgewählt, weil er eigentlich sehr zeitgemäß eigentlich auch wirklich ist. Ja. So, und deswegen passt er da auch wunderbar rein. Und ich glaube, deswegen hat er auch ganz gute Chancen vielleicht. Ja, ich bin noch gar nicht so richtig in dieser, Kunstfilmszene so drin. So. Ich würde mir jetzt nicht zutrauen, das wirklich einzuschätzen, aber du hast ja schon ein paar Filme in die Richtung gesehen und würdest sagen, dass der ganz gut da vorne dabei sein könnte? Er könnte vorne dabei sein, ob er gewinnt. Naja, schauen wir mal die anderen Wettbewerbsfilme an. Genau. Ihr vielleicht auch, die ihr das seht. Genau. Wir Netzreporter sind natürlich noch weiter hier auf der Berlinale unterwegs und versuchen euch auch noch ein paar andere Filme beizubringen. Und vielen Dank fürs Zusehen.